Hat in die Nase gespritzt. That's what she said. Fangen wir an. Ich bin soweit. Ich glaube, wir haben das relativ so. Nix, Mischmasch, nix. Die Cola hat also plopp gemacht. Oh. Ist immer so eklig. Kennt ihr das nicht? Also, Tropfen für Tropfen. Das war der dritte Tropfen, der in die Nase ging. Kleidung, ne? Ich habe für ihn ja kein Geld mehr. Ja. Er muss halt leider, der Ren muss halt so bleiben, der Hojo. Nee, ist schon alles gut. Nicht beim Pipi machen, alles gut. So, die Yuri haben wir. Und die Miu. Und ich ergruf die. Ich finde halt ihre Outfits echt alle ein bisschen komisch, ne? Wir machen den Badeanzug. Okay, also. Ren, ne? Ren Hojo. Hat der dritte Tropfen. Hä, wie, Weltmann? Gegen was bist du allergisch? Oh Gott. Hat Hisoka gebeten, nach den Leichenfotos zu suchen. Als eines dieser Fotos ihm besonders auffällt, beschließt er, dem selbst auf den Grund zu gehen. Mit Kamera Obscura und Assistentin Rui begibt er sich zum verlassenen Gasthof. Ich find's so lustig, dass es halt nicht mal schwer oder so gibt, ne? Ja, reicht, oder? Spiegelstein. Ach, dann genau, wiederbeleben. Ich glaub's reicht. Hä, wieso habe ich mit... Haben wir verschiedene Inventare oder nehme ich das nicht mit? Das war's schon. Schwer kommt sich ja noch. Ja, wahrscheinlich New Game Plus oder so. Dritter Tropfen. Leichenfotografie. Chat, da sehe ich euch. Der Schriftsteller Ren Hojo wird von einem Traum heimgesucht, in dem ein Mädchen während eines Rituals umbringt. Nachdem er Hisoka beauftragt, Leichenfotos für ihn zu finden, beschafft sie ihm ein Album, das voll mit ihnen ist. Beim Anblick eines der Fotos erkennt Ren die Szene aus seinem Traum wieder. Vom Verlangen geplagt, dem Mysterium auf den Grund zu gehen, macht er sich mit seiner Assistentin Rui Kagamiya, danke Watson, auf den Weg zum verlassenen Gasthof. Er verwackelt wenigstens. Your face is... Die Szene kennen wir schon, ne? Also zumindest den Anfang davon. Will you die with me? Nee, du lass mal. She's beautiful, but she looks sad, too. Yeah. Isn't she the type of woman that you get nervous around? Yeah. There may be more of this stuff out there. Shall I call Hisoka? No, let's go there ourselves. It'll be quicker that way. At this hour? It won't take long. Oh Gott, wer hat man da? Was macht Cola bitte? So then, shouldn't you take the camera obscura? You haven't used it yet. This could be your chance. People say there's something off about that place. Willkommen zurück. Okay. Meine Kamera obscura liegt auf dem Schreibtisch. Hisoka hat sie zurückgeschickt. Nachdem sie ihren Wert für mich geschätzt hat. Ich sollte den Bericht über Schattenwahrnehmung auch mitnehmen. Er könnte nützlich sein. Rui beschwert sich immer, wenn ich Dinge auf dem Sofa liegen lasse. Ich werde erst gucken, dann die Kamera nehmen.
Dieses Buch ist mir während meiner Nachforschung über den Hinkami-Berg ins Auge gefallen. Schlechter der Priesterin. Ich bezweifle, dass diese Geschichte etwas mit den jetzigen Ereignissen zu tun hat, aber man weiß ja nie. Schlechter der Priesterin. Oh Gott, 6 Seiten. Oh, Leute, heute ist wieder Vorlesestream. Schon lange ist der Hinkami-Berg in Legenden von Geistern und Selbstmorden gehüllt. Als einst heiliger Ort wurde er hauptsächlich als Stätte der Götteranbetung und als Zuhause unzähliger Priesterinnen angesehen. Vor langer Zeit gab es einmal einen Mann, der sich in eine dieser Priesterinnen verliebte und den Berg in der Hoffnung aufsuchte, ihr Herz zu erobern. Sie wollte ihre Pflichten jedoch nicht vernachlässigen und wies ihn zurück. Er tötete sie von Zorn überwältigt und warf sie in den Fluss. Einige Tage später kam er mit einer Fackel und einer Klinge zurück und schlachtete alle Priesterinnen auf dem Berg auf brutale Art und Weise ab. Währenddessen warf er eine nach der anderen in den Fluss. Das Wasser des Berges verfärbte sich blutrot und spülte die niedergemetzelten Leichen der Priesterinnen in das Becken der Reinheit. Man erzählt sich noch heute, dass die Augen aller Priesterinnen ausgehöhlt wurden. Vor dem Mord an der ersten Priesterin trafen die Augen des Mannes auf die seines Opfers. Der Legende zufolge war es etwas in ihren Augen, das ihn dazu antrieb, auch die anderen rücksichtslos umzubringen. Manchmal erkenne ich das Komma nicht als Punkt. Manchmal erkenne ich das Komma als Punkt, so rum. Das Becken der Reinheit, da ist es wieder. Ja, Weltenwanderer, da haben wir vermisst, ne? Hat bestimmt wie als das Buch in Augen. Nachdem er alle Priesterinnen getötet hatte, schlitzte er sich die Kehle auf. Seit diesem Moment erscheinen die Geister der Priesterinnen, die noch immer mit diesem blutigen Wasser durchtränkt waren auf dem Berg. Ah, deswegen ist es auch nicht gut, im Wasser zu stehen, okay. So erzählt man sich, dass ein Blick in die Augen der Priesterin genügt, um ihnen ins Wasser zu folgen und sich selbst zu ertränken. Obwohl dies bloß eine Legende ist, glaubt man, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht. Lokale Aufzeichnungen berichten von mehreren Leichen von Priesterinnen, die vor langer Zeit entdeckt wurden, und vom Ende von Ritualen, die seither nicht mehr durchgeführt wurden. Das sieht wie ein Teil von Ruis Tagebuch aus. Es muss wohl während des Aufräumens hier hineingeraten sein. Ich bin nicht stolz drauf, diesen Ausschnitt zu lesen, aber... Wir sind ein... Mein Gott, was für ein Drama. Ja, ja. Herr Hoyo ist einfach nicht dazu imstande, selbst hinter sich aufzuräumen. Für jemanden, der schon so lange alleine lebt, sollten Hausarbeiten eigentlich kein Problem sein. Er kann weder kochen noch putzen. Ja und? Ich bin wohl eher seine Betreuerin als seine Assistentin. Er verliert ständig seine Sachen und wenn ihm mal ein Buch fehlt, das er braucht, dann verliert er ganz schnell seine Geduld. Normalerweise bittet er dann immer Frau Kurosawa um Hilfe. Als ich einmal versuchte, all seine Bücher zu sortieren, gab es eines, das ich nirgendwo finden konnte. Es war wie vom Erdboden verschluckt. Frau Kurosawa hat es durch das Wahrnehmen von Schatten wiedergefunden. Sie ging alleine in sein Zimmer und kam dann nach einigen Minuten wieder mit dem verlorenen Buch raus. Sie lächelte nur und erwähnte irgendetwas darüber, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Was hat es mit dem ganzen Zeug rund um Schattenwahrnehmung bloß auf sich? Das erinnert mich an etwas. Als ich mich mal wieder mit Aufräumen befasste, stieß ich auf etwas, das ich zuvor noch nie gesehen hatte. Es war genauso, wie Frau Kurosawa gesagt hatte. Das Unsichtbare wurde sichtbar. Es befand sich in einer alten Kiste. Ups, ich weiß nicht einmal genau, um was es sich dabei gehandelt hatte. Ich legte es zur Seite, um es mir später genauer anzusehen. Doch als ich es das tun wollte, war es plötzlich verschwunden. Es muss wohl wieder unsichtbar geworden sein. Warum kann es nicht mal fröhliche Legenden in diesem Game geben? Also. Ich wünschte, ich hätte eine Freundin, die Tagebuch schreibt. Wenn du das lesen würdest, Dominik, wärst du schon echt nicht nett. Schon wieder Season-Druck. Ja! Ah. Leider ist das halt der Mann, der kann... Naja. Ich kann nicht ohne die Kamera Obscura losgehen. Sie liegt auf dem Schreibtisch. Okay. Und danke schön, Shadow King. Aber da war doch noch eins. Ist aber beides da. Ah, da. Er könnte nützliche Informationen enthalten. Wer weiß, wann ich ihn noch brauchen könnte. Das hier sieht wie ein Bericht von Yuri aus. Er handelt vom Fotoalbum. Bericht gefundener Gegenstand. Kunde Ren. Verfasst von Yuri. Überprüft von Hisoka. Details der Anfrage. Gegenstände in Verbindung mit Leichenfotografie auf dem Hikami-Berg finden. Diese auch. Falls möglich einsammeln. Als Relikt für das Wahrnehmen von Schatten diente ein Leichenfoto vom Hikami-Berg. Die Spur des Albums mit Leichenfotos führte zum Ichiru-Landgut. Das Objekt wurde in Verwahrung genommen. Was? 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 Hä? Was? Ich kann nicht ohne die Kamera... Ja, 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 ja. Mann, jetzt lass mich doch erstmal hier die Sachen angucken. Eine antik aussehende Kamera liegt auf dem Schreibtisch.
Du hast Rens Kamera Obscura erhalten. Du hast die Aufrüstung Messen erhalten. Sie zeigt dir die aktuellen LP eines anvisierten Gegners auf. Auf dem Schreibtisch befindet sich ein unfertiges Manuskript. Es hat noch keinen Titel. Ich benötige mehr Informationen zu der Materie, um das Thema festzulegen. Die Leichenfotografie war ein Verfahren, das im 19. Jahrhundert in westlichen Ländern ausgeübt wurde. Zu der Zeit waren Fotos noch ein eher seltener und sehr teurer Luxus. Die Leichname von kürzlich verstorbenen Familienmitgliedern und geliebten Personen wurden in lebensnahen Posen als würdevolles Andenken fotografiert. Während meinen Nachforschungen bin ich auf eine ähnliche Tradition in Japan gestoßen. Eine geringe Anzahl scheint noch immer unter dem Begriff Leichenfotos zu existieren. Ich hatte zudem das Vergnügen, eines dieser Fotos in die Finger zu bekommen. Im Vergleich zu seinen westlichen Gegenstücken strahlt es eine gewisse Eleganz aus, die ersteren oft fehlt. Zur Zeit, als die Fotografie zum ersten Mal in Japan angekommen ist, war man vom Aberglauben überzeugt, dass solche Bilder die Seele einer Person stehlen könnten. Ob man dies wirklich ernst nahm oder nicht, sei dahingestellt, doch die Leichenfotografie erreichte schnell einen besonderen Status in Japan. Wenn Leichenfotos jedoch in einem solchen Glauben gemacht wurden, dann dienten sie nicht nur als Andenken der Trauer. Diese Praxis könnte eher eine tiefere, spirituelle Bedeutung gehabt haben. Mann, wie viel denn noch? Okay, es ist eine Antwort auf die Anfrage zur Beurteilung dieser Kamera Obscura. Es wird zur Vorsicht geraten. Anren Hoyo. Die Kamera, die du mir überlassen hast, ist unter dem Namen Kamera Obscura bekannt. Sie wird dazu verwendet, Bilder des Übernatürlichen einzufangen, also Dinge, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Diese Art von Kamera ist derart selten, dass unzählige Antiquitätenhändler sie als nahezu mythischen Gegenstand ansehen. Man wusste, dass einige solcher Kameras existieren, aber das ist die erste, die ich jemals mit komplexen Objektiven gesehen habe. Ich will dir keine Angst einjagen, aber den Gerüchten zufolge widerfährt den Besitzern der Kamera Obscuras großes Unheil. Man sagt, sie seien entweder gestorben, hätten ihren Verstand verloren oder seien spurlos verschwunden. Die Kameras selbst haben mehrere Besitzer überlebt. Obwohl manch unerschütterlicher Sammler noch immer nach ihnen sucht, haben die Geschichten des Unglücks vorheriger Besitzer einen dramatischen Einfluss auf ihren Wert als Antiquitäten gehabt. Meine Kamera Obscura wurde einer örtlich ansässigen Familie hinterlassen, nachdem der Besitzer verstorben ist. Sie waren so gütig, sie mir zu übergeben. Ritnalia. Ich bin davon überzeugt, dass dein Gerät noch immer funktioniert, doch rate ich zur Vorsicht. Viele Grüße, Hisoka Kurosawa. PS, die Abdeckung deiner Kamera Obscura ist beschädigt, jedoch hatte sie wohl anfangs die Form einer Kiste. Ich bezweifle, dass du sie mir verkaufen würdest, aber ich wäre dir sehr verbunden, falls ich sie mir für eine kurze Weile ausleihen könnte. Ich würde dich dafür natürlich auch entschädigen. Denk bitte darüber nach. It's almost sunset. Ja. Yeah, let's go. Entschuldigung, aber ich musste gerade viel lesen. Ich darf erstmal was trinken, ja? Stellung ging. So seit Stunden brät auf ein portables Induktionsfeld, das beide Felder nutzt. Gut, da kann ich dir nicht helfen, Weltmann. Da bin ich die Falsche. Dieser blöde Vollidiot. Kommentar drunter. Hä, das wäre lustig. Das wäre lustig. Aber was machst du, wenn nur Leute, die mit dir befreundet sind, antworten dürfen? There's a local superstition warning people not to go up Mount Hikami after dusk. If you climb the mountain in the twilight hours, it'll show you a different form. Its true form. Only those who wish to die come here at that time. Ja, klar gehen wir auf den Berg. Wohin sonst? I think that's the inn where the album was found. This must be Ichiru Manor. So, do you think you'll be able to use the camera obscura? I think you should try it out first, just to be sure. Okay. Einführung, Rens Kamera Obscura. Mit dieser Kamera Obscura kannst du mehrere Fotos gleichzeitig schießen. Benutze Multischuss, um 4 Fotos auf einmal zu schießen, womit du dem fotografierten Geist mehr Schaden zufügst. Mann, wir sind voll OP. Mehrere Fotos gleichzeitig zu schießen hilft dir auch dabei, tödliche Fotos zu machen. Der Nachteil dabei ist, dass es nach einem Multischuss länger dauert, den Film zu laden. Der Bär ruft. Der Bär ruft. Alter, wirklich. Das ist nicht schlecht. Bedenke auch, dass Multischuss schnell sehr viel Film verbraucht. Gewöhnliche Objektive für die Kamera Obscura sind für Rens Kamera Obscura nicht geeignet. Also. Hallo! Warte!
Nee, ach ja, stimmt, das konnte ich ja auch machen. Ja, da muss ich es ja gar nicht so schwer machen. So. So war das. Bitch, ich hab dich voll fertig gemacht. Hä, ist das eigentlich eine Frau oder ein Kerl? Kann mir das jemand sagen? Ist Rui ein weiblicher oder ein männlicher Name? Is the camera working? Ich bin mir echt nicht sicher. Is that a good thing? We should go. Fotos schießen gleich tödlich wurde. Ja. Die Person sieht sehr weiblich aus. It was part of some temple or shrine. After it became an inn, the proprietor's family lived here, but it doesn't look like anyone was a massive landslide that hit Mount Hikami. Sie kann doppelt reden. Under the rubble. Hey, it looks like the album you asked for was found in the old building. Yeah, sure looks that way. Wieso kann sie doppelt reden? Sie ist der Geist. Also, das ist halt wirklich alles komplett so, dass... Ja, die Stimme klingt schon wie eine Frau, aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass... zum Beispiel Ruffy hat ja auch eine Frau als Synchronstimme, nicht wahr? Oh Gott, wie ging das nochmal? Oh Gott. Ja, stimmt. Ja? Wo lang muss es? In die andere Richtung, richtig? Ja. Okay. Dann gehen wir in die andere Richtung. Dann ist es 100% eine Frau. Du hast recht, Lurker. Du hast recht. Du hast wirklich recht. Ja, muss eine Frau sein. Also. Ich sogar den Gasthof untersucht. Ich mache mich besser direkt auf den Weg dorthin. Tu ich doch gerade. Hey! Hä? Ich dachte... Hä, dann... Also, hier ist doch das Kreuz. Dann halt nicht. Da durfte ich das letzte Mal mit der anderen nicht hin. Wer ist Miu, Judy? Ich weiß nicht mehr welche. Ach so, das war da, wo ich mit Hisoka auch am Anfang war. Deswegen durfte ich da nicht hin, weil ich da schon mal war. Aha. Danke, Shadow King. Ich denke immer. Miu. Das war die Miu. Okay. Stimmt. Ich weiß wieder, ich muss sofort Dreieck drücken und sofort abdrücken. Sofort. Oh Gott, hier quietscht was. Die Kamera registriert etwas. Um die Spur zu finden. Okay. Die Kamera Obscura kann unsichtbare Dinge fotografieren. Ich frage mich, ob dies der Gabe gleicht, die Hisoka beim Wahrnehmen von Schatten verwendet. Oh mein Gott. Oh, das war fies. Danke für den Rage Schwimmbad Pommes. Dankeschön. Vielen Dank. Und hallo Ingo. Hallo Armin. Und hallo Kolmützer Jung. Und natürlich hallo Schwimmer, ne? Oh Gott. Alter. Pommes, ne? Wie kannst du mir das antun? Hallo Torin. Hallo Bademöhre. Hallo Dark Night Train. Wie war das Stream? Was habt ihr Schönes gemacht? Hallo New Moon. Ich hab Night Rain gesagt. Hab ich. Ich hab Night Rain gesagt. Ich hab nicht Train gesagt. Ich hab extra darauf geachtet. Der Schalk im Nacken. Hat er auch ein Abenteuer gefrühstückt, ne? Minecraft. Was habt ihr Schönes gebaut? Die besten Pommes im Jahr. Ja. Ja, ich hab das schon öfter gehabt hier mit Night Train, Night Rain. Soul Rain, Soul Train. Also da gibt's schon. Also ganz ehrlich, ist schon schwierig. Du hast endlich ein Dach. Herzlichen Glückwunsch. Bedrock abgebaut.
Ein Dach und etwas, das du hier nicht schreiben willst. Okay, Ingo, okay. Ich finde Lava auch als Boden immer sehr schön. Ja, wir jagen jetzt Geister. Ich weiß nicht. Ein Dach um den Schaden gebaut. Ja, der Schaden will ja auch nicht nass werden. Mhm. Der Boden ist Lava. Du hast recht. Gut, und dir? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wie gesagt, hallo an alle. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet auch Spaß. Ah, sag euch, ne? Ah. Holzschmiede, was? Mhm, ja. Ich hatte noch kein Unglück damit, aber sind wir ganz ehrlich, meine Minecraft-Stunden kann man auch wahrscheinlich an 4 Händen abzählen. Schlaf gut, Dark Knight Rain. Schlaf gut. Und danke, dass du noch mitgekommen bist. Aber, ich will auch irgendwann mal wieder Minecraft reingucken. Aber das Problem ist, ich habe halt wirklich sehr wenig gespielt bisher. Ich kenne so die groben Sachen, aber ich bin halt echt kein Baugenie. Bei Minecraft habe ich mitgekriegt, Backseat Gaming ist da voll am Stüssel und keine Geduld, ne? Ich habe vier Hände, ja, meine Füße sind auch Hände. So, dann spielen wir mal weiter. Ich kann ja trotzdem lesen, ne? Lass mir auch alles vom Chat erklären. Ja, aber ich will halt, so am Anfang will ich wenigstens so ein bisschen reingucken und wenn ich Fragen habe, dann möchte ich eine Antwort. Aber ich weiß halt, wie das bei Minecraft manchmal ist. Also, ist ja nicht bei jedem Chat so, aber wer weiß, ne? Dann ist so, boah, warum machst du das jetzt? Naja, weil es hübsch aussieht. Ja, aber das ist ja voll unpraktisch. Bei allem Lieben. Ja, leider, ne? Grab dich einfach gerade nach unten, bis du auf Lava triffst. Dann hast du das Spiel durchgespielt. Wollen mit der Axt abbauen? Nee, ich baue das mit der Schaufel ab. Mit Mimi fliegt raus. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Holzaxt craften kannst, reicht das. Ich kann sogar ein Holzschwert craften. Die meisten hübschen Dinge sind irgendwie unpraktisch. Ja. Das stimmt. Findest du zu Schwert? Oh Gott. Wir gehen weiter. Ich frage mich, ob dies der Gabe gleich die Hisoka beim Wahrnehmen von Schatten verwendet. Das ist übrigens ein sehr gutes Spiel, ja? Also es ist ja ein Remake, aber es ist ein... Alter, ruhig, ne? Mal Ruhe hier. Okay. Chat von Promis, ne? Sagt ihr, das ist eine Frau oder ist es ein Mann? Ich weiß nicht, wann sie das nicht. Wann die Person das. Jetzt Ruhe! Das ist ganz schwierig so. Wann die Person das nächste Mal redet. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde zu Frau tendieren, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Es könnte beides sein. Die Person ist sehr androgyn, deswegen weiß ich es nicht. Und ich möchte nicht sagen, wo kommt sie jetzt mal, wenn es eigentlich ein Mann ist. Ich möchte ihr nicht wehtun. Also der Person ihr. Ein Ast hat sich durch die Ritzen zwischen den Brettern geschlängt, mit denen das Fenster vernagelt wurde. Entschuldigung, ich bin übrigens 12. Hallo Blue Screen. Entschuldigung. Wir verfolgen gerade übrigens Geister. Frame Maiden of Black Gender. Naja, aber die... Was will die denn von mir? Hä? Ach so, nein, das war so ein Schnellgeist. Ach man, ich dachte, das wäre ein Böser. Jetzt habe ich die schon wieder verpasst. Ich bin ganz schlecht in dem. Holzreste liegen am Ende des Gangs. In das Wasser muss sie hierher gespült haben. In der Wand befindet sich ein Loch. Dadurch kann ich den in den nächsten Raum sehen. Er sieht genauso überflutet aus. Ja, Pech. Ich muss auch schnell die Bretter getragen. Hallo, ich hänge. Aber ganz ehrlich, das Spiel will das auch. Weil das Spiel, die haben See-Through-Shirts.
Also du kannst auch zwei Frauen spielen, ja? Oder Mädchen besser gesagt. Und wenn die nass werden, du siehst ihre Unterwäsche durch die Klamotten. Das Spiel möchte das. Schlaf gut, Bademöhre, träum was Schönes und danke, dass du noch mitgekommen bist. Lass dich nicht ärgern. Schlaf gut, Pommes und danke für den Raid. Träum was Schönes. Schlaf gut. Im Herzen sind wir alle noch drin. Das stimmt. Ich weiß ja nicht, aber warum muss ich immer ins gleiche Haus? Was ist das denn? Hä? Aua. Die Tür zum Schacht ist zugefallen. Es muss der Wind gewesen sein. Oh Gott. Frau im Verborgen, da ist ein Mann. Mann im Verborgen. Okay. The wind of change. Take me. Was? Was ist denn mit euch? Oh mein Gott. Gib mir das. Was machst du dafür über das? Stimmt, Rocky, du hast recht. Du hast Kräutermedizin mal 2 erhalten. Was ist denn mit. Wo denn? Jetzt lass mich mal weg da. Oh Gott, ich hab die Grabbel. Oh, ich wusste es! Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich hab's gecallt. Schlaf gut, Zombos. Träum was Schönes. Und danke, dass du da warst. Filmtyp 14. Was ist denn Filmtyp 14? Und was? Wo will mich das hinlenken? Zur Klappe? Also, irgendwie. Es vibriert. Es vibriert. Im Dunkeln winken der Hände. Chat winkt zurück. Einmal würde alle zu den Händen winken. Die haben es verdient, ja? Das ist nett von euch. Das ist wirklich lieb von euch. Auf euch ist Verlass. Es vibriert, winkt und krabbelt. Alle Fenster in diesem Gang wurden zugenagelt. Vielleicht wohnt ein Vampir da drin. Oh, das passiert doch gleich, was ich höre es doch. It should be around here. Da, die Stimme könnte männlich und weiblich Charaktere sprechen. Nee, ich will dahin. Wo denn? Ich sehe nichts. Zeigt es mir wirklich einfach nur das Item an? Ich verstehe die Spielmechanik noch nicht. Tabi, winke, winke. Oh, willkommen zurück, New Moon. Schon wieder 2-mal Kräuter. Warte mal kurz. Hey, warte doch mal kurz jetzt. Ich mach dich fertig, ne? Oh. Milady! Jetzt geh doch nicht weg! Milady? Oh, hallo! Ist okay. Hey, wirklich, das kann jedem mal passieren. Ich weiß, du wolltest... Die hat sich entschuldigt, das war eine nette. Er ist noch vor und beugt, damit wir ihn auch schon... Die wollte das. Ja, ein Junge, das passiert. Twitch ist... Ne? Uh-oh. Jeremy 6 Topmodel. Ich glaube, die ist nicht dünn genug, oder? This must be the room where Hisoka found that album. Ja. Yeah, it seems so.
Mann in Finsternis. Ich hab vielleicht ein bisschen übertrieben, okay? Ich habe vielleicht auf Viereck gedrückt und nicht auf Auslöser einfach nur. Die Kamera registriert etwas. Vielleicht kann ich etwas durch den Sucher erblicken. Ich sollte auf Viereck zu drücken, glaube ich. Ja, was muss ich nochmal... Wie ging das nochmal? Oh. Ach nee, ich musste den Ring treffen, nicht wahr? Okay, ich hab kein... Kennt jemand das Tutorial noch? Also ich meine, also... Das stimmt alles doch nicht. Oh, warte mal, ich habe die ganze Zeit Typ 14 verschossen. Sag mal, was mache ich denn damit? Wo bin ich? Muss ich vielleicht von hier? Nee, kein Typ hier. Was ist das? Das nervt mich. Ich mach's jetzt einfach tot. Okay, Moment. Wir gucken ins Tutorial. Aha. Ja. Ja. Schnappschuss, wie ich sie um. Mhm. Warte, da war doch. Suchmodus? Ach nee, okay, okay. Bonk, bonk. Schattenwahrnehmung, ne? Nee, wie ist denn das jetzt? Jetzt gib mir doch mal. Drehen? Drehen, bis es passt. Okay, warte. Gucken. Wann passt es denn? Oh. Du hast recht, danke. Eine zusammengeknüllte Notiz ist soeben aufgetaucht. Das also hat die Kamera registriert. Eine Notiz liegt auf dem Regal. Vielleicht gehörte sie jemandem, der hier gewohnt hat. Dreckige Notiz 1. Wie lange ist es jetzt wohl schon her, dass ich alles verloren habe? Der Berg hat die Hälfte meines Gasthofs verschlungen. Alles, was mir geblieben ist, ist dieses alte Album mit Leichenfotos. Mein Vater hat es mir hinterlassen. Ich kenne diejenigen, von denen die Fotos gemacht wurden, nicht einmal. Aber dies ist das letzte Überbleibsel meiner Familie. Wie lange suhle ich mich bereits in dieser Finsternis? Das spielt auch keine Rolle mehr. Ich werde alles niederbrennen, bis nur ich allein übrig bin. Ich werde alledem im Überwachungsraum auf dem Dach ein Ende setzen, denke ich. Der Sonnenuntergang ist dort am schönsten. Ja, gut, Dex, träum mal Schönes. Ich drehe durch. Ach, krass, oder? Wenn ich die Notiz wie ein Relikt benutze, zeigt sie mir vielleicht eine Spur zu weiteren Informationen über dieses Foto. Sonst gibt's hier nichts mehr, ne? Oh. Ach nee, das war nur, dass das fertig ist. Okay. Er ist wieder rausgegangen. Oh, dass du nicht auf der Couch einschlägst. Falls es doch so ist. Schlaf gut, träum was Schönes. Und genieß den Tee und knuddel dich richtig ein. Oh nein, jetzt kommt doch wieder da ein Foto, ne? Oh, das war doch letztes Mal auch schon. Ich bin nicht so schnell.
Ich bin noch nicht schnell genug für diese blöden Fotos. Wo ist er denn hingegangen? Ich sehe es nicht. Okay. Wieder zurück. Nicht mit Tee in der Hand anstatt. Oh ja, oh, oh. Mach das wirklich nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Schlagzeug gelesen. Jeder trägt, was einem gefällt. Oh, was ist denn mit euch los? Jetzt wartet doch mal, ich bin noch nicht so weit. Mir ist immer mit der Ruhe genug für jeden da. Ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich bin schon krass. Also im Monster besiegen bin. Hallo? Ursula? Nee, Ursula, so mag ich das nicht. Ursula? Oh Gott, Ursula. Nein, Ursula. Böse. Ursula, nein. Nein heißt nein. Mädels, könnt ihr mal bitte nebeneinander bleiben? Das ist ja schlimm so. Ich glaube, die eine ist weg, oder? Nee! Wie? Oh Gott! Renn! Renn, renn! Renn! Alter, kommt die einfach hinter mich. Ich glaube, es hackt. Mädels? Na, du nicht! Mademoiselle? Mademoiselle, was ist denn mit der? Okay, stopp. Die nervt mich. Oh. Oh, ich sehe nix. Ich sehe so nix. Oh, hallo. Hallo, die Dame. Also, hübsches Gesicht, wirklich. Eine wahre Blume. Eine. Oh Gott, wer bist du denn jetzt? Warum lebt die denn? Oh Gott, ihr lebt beide noch? Mädel! Aua! Was? Ich sehe nichts! Jetzt stell die doch nicht vor mich! Mann, ich muss doch Fotos machen. Wir haben es bald. Oh Gott, was mit der? Oh Gott, wenn ich sie mit reinnehme, dann zählt das. Chat, also das Fotoshooting dauert halt ein bisschen länger. Chat, ich kann nichts dafür, ne? Schwere Kundschaft heute, ich sag's euch. Mit nix zufrieden heute. Und träume Schönes. Es tut mir echt leid, also wie gesagt, schwere Kundschaft heute Abend. Ja, jetzt könnte ich halt schießen, ne? Das ist halt so schwierig. Himself to death there, or that he threw himself into the lake. Is he jetzt tot? A common enough story. Tell me about it. Sind die jetzt tot? Ich hab das irgendwie nicht. Okay. Since then, they say that if you look up at the third floor veranda, you'll see someone looking back down. Really? I'm sorry. Was, welcher Veranda?
Wo guckt jemand zurück? Das brauche ich. Bestimmt ein Geisterfoto. Okay, Moment. Okay, Moment, Moment. Jetzt geh mal aus dem Weg. Da liegt was. Das hole ich mir erstmal. Oh, nein. Ich kann durch die Löcher am Boden Wasser im Erdgeschoss sehen. Ich denke nicht, dass ich hier weiterkomme. Also, Entschuldigung, du kannst ja wohl entweder springen oder da am Rand lang gehen. Mit dieser Amateure vor der Kamera. Ich bin ja hinter der Kamera, deswegen bin... Also, ich bin ja nicht der, aber ich bin Profi. Wollte ich nur erwähnt haben. Also, jeder, der anderes sagt, der lügt. Der lügelt. Was ist nur... Okay, irgendwas habe ich gerade verpasst, weil es waren zwei Pfeile. Beleuchtung, das auch das stimmt. Weihwasser. Schön. Natürlich bin ich Profi. Also ich finde das klar. Was quietscht denn hier so? Boah, die Geräuschkulisse ist halt so eklig in diesem Spiel, ne? Wo? Ich sehe nichts. Wie soll ich denn so Fotos machen, wenn ich das gar nicht sehen kann? Oh, das wollte ich nicht. Deine Knochen quietschen, ja, das ist okay. Okay, warte, dann kann ich da lang gehen. Da müsst ihr das aufheben können, oder? Ach, das war das, was geleuchtet hat. Ach so. Ups. Ah, nein, oh Gott! Oh, ich habe doch da nicht drauf geachtet, Junge. Diese Grabbelhand, ne? Ich hasse diese Grabbelhand. 14 mal 24. 14. Entschuldigung. Ja, ja, okay, danke. Ja, sehe ich genauso. Schlimm. Wenn ich wieder grabbel. Nein, die sollen auch für damit. Ich kann das nicht. Wo denn? Da unten? Ich sehe hier nichts. Tun immer so, ne? Ja, der ist nach da gegangen, aber ich gehe erstmal nach hier. Ich höre erstmal hier hin. Mal gucken, was hier gibt. Entschuldigung, darf ich das haben? Danke. Ich krieg so viel Kräutermedizin, das ist gruselig. Er ist hier lang gegangen. Oh. Hallo, jetzt. Ah, geh da hin. Da liegt noch was. Ich mag das Spiel aber wirklich. Ich finde das echt ein gutes Remake. Also ich weiß nicht, wie es original war, aber es macht echt Spaß. Also es ist echt angenehm zu spielen. Es ist halt ein bisschen ruhiger, ne? Also es passiert nicht so viel wie in anderen Horrorspielen. Aber das ist ja auch kein... Oh, yay. First Person durch ein dunkles Haus laufen und angejumpscared werden. Spiel. Sie ist verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Die Kamera registriert etwas an dieser Tür. Was ist denn jetzt wieder? Hat... Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt erklären die mir die Funktion? Jetzt erklären die mir die Funktion? Davor haben sie es nicht gemacht. Wie gemein seid ihr eigentlich? Auf dem Foto ist etwas zu erkennen. Es zeigt den geöffneten Schacht. Vielleicht zeigt mir das Foto, wo sich der Schlüssel für die Tür befindet. Für die Tür. Durch die Gänge gibt es viel zu viel Resident Evil im Jahr rein. Ja, also ich... Keine Ahnung, ich mag beides, aber ich finde das halt... Das ist halt einfach seltener. Und deswegen... In der Grube erhängt der Mann. Oh. Das ist aber lieb. Ich lese am Mann, ne? Dreckige Notiz 2. Es scheint dem Gastwirt gehört zu haben. Genau wie das, was ich im alten Gebäude gefunden habe. Bereits vor dem Erdrutsch gab es einige ungewöhnliche Ereignisse in der Gegend. Vor ein paar Jahren sind zwei Mädchen während eines Schulausflugs verschwunden. Die Polizei wusste auch nicht weiter. Einige Tage später tauchte eines dieser Mädchen wieder auf. Jedoch hatte sie wohl ihren Verstand verloren. Es gab mehrere Theorien. Die meisten Leute glaubten jedoch, dass sie einfach wie von Geisterhand verschwunden seien.
Das Mädchen kam wie eine Pilgerin jedes Jahr wieder, um nach ihrer Freundin zu suchen. Oh, es ist unsere! Unzählige Menschen sind hier über die Jahre hinweg verschwunden. Wir haben uns alle bereits daran gewöhnt. Auch mein Vater ist wie von Geistern verschwunden. Und so auch der Volkskundler Keiji Watarai? Naja. Ich wette, dass der Berg es als nächstes auf mich abgesehen hat. Ich werde wie alle Opfer vor mir schon einfach verschwinden. Und ich bezweifle, dass irgendjemand nach mir suchen wird. Oh, ich will so endlich Silent Hill irgendwie remakes, remastered. Irgendwas einfach. Ich will Silent Hill. Können wir Silent Hill? Warum bin ich denn schon wieder hier? Ich will Silent Hill haben. Willkommen zurück, Shadow King. Ich sag immer noch, es wird angekündigt. Glaubt mir. Vertraut mir. Nee, PT habe ich geguckt. Ich hatte da, glaube ich, noch gar keine Playstation. Das war mein Problem. Aber ich glaube, ich bin so der einzige Mensch, der das nicht so krass fand. Ich kann die Tür zum Schacht nicht öffnen. Etwas Mächtiges hält sie verschlossen. Die Kamera registriert etwas. Einführung, Synchroschuss. Schieße Fotos, die Seelenfotos aus der Kamera Obscura gleichen, um Siegel aufzubrechen, die den Weg versperren. Mach ein Foto, wie du es schon getan hast. Von was denn? Von was denn? Von was denn? So, ich war... Hä? War, wie jetzt? Oh, warte. Oh, das ist aber schwierig. Oh nein, jetzt habe ich wieder viermal. Naja. Ach so, okay. Okay, es soll genauso aussehen. Nicht, wie ich es schon mal getan habe, sondern ich soll ein Foto schießen, dass es so aussieht wie das andere. Okay. Die Übersetzung ist nicht so ganz so high. Toll. Heiß, wollte ich mal sagen. Die Tür zum Schacht ist nun geöffnet. Das war noch gruseliger. Ist nicht so stressig. Ja, ich hätte auch echt gern, ganz ehrlich, ich hätte gern gehabt, dass sie mit dem ersten angefangen hätten und nicht mit dem letzten, was vor ein paar Jahren rauskam. Bei der Mount Everest Verse. Ich glaube auch, Tobi. Ich glaube auch, dass das Minderwertigkeitskomplexe sind. Noch viel Stunden. Echt? Okay. Etwas ist zwischen den Rohren verborgen. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Oh Gott, hab ich mir. Ich warte die ganze Zeit nur so die Hand, die Grabbelhand. Du hast einen Schlüssel mit gelbem Anhänger gefunden. Ja, ich erinnere mich gerade, wo ich vor. Was? Oh Gott. Ich mach dich fertig. Du Popo. Ich hänge. Moment. Ich mach dich gleich fertig, wenn ich nicht mehr hänge. Oh Gott, ich hänge immer noch. Guck nicht so doof. Mann, hier. Ich sehe nicht, wo ich lang kann. Hey, jetzt lass meine Kollegin in Ruhe. Nee, warte mal. Aua. Blöd. Bist du
bald mal tot oder nicht? Warte mal, ich zieh mal ein Stück in die andere Richtung, nicht wahr? Wo kommst du denn jetzt wieder? Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme mal einen anderen Film. Das dauert mir ein bisschen lang, ne? So, komm mal her. Oh Gott. Hey, ich hab doch ausgeweicht. Ich hab doch ausgeweicht. Klar, kaum wechsle ich den Film, stirbt er. Und also, die Steuerung ist ein bisschen clunky, aber tatsächlich dafür, dass es ein Report ist, oder beziehungsweise halt überarbeitete Version, ist es voll okay. Also, könnte schlimmer sein. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich falsch abgebogen? Warte mal, warum gehe ich denn runter? Ich muss doch hoch. Ja, völlig Banane. Okay, also hier lang. Dann da hinten rum. Right in the Gesicht. Richtig. Hä, du bist ein Agro-Geist? Warte mal, das ist nicht nett. Ist er jetzt ein Agro-Geist oder nicht? Er ist ein Agro-Geist. Oh mein Gott, was ein Penner! Oh, wie fies der ist. Ich fotografiere mal seine Knie. Oh Gott. Okay, Moment. Ich bin noch nicht so weit. So eklig, der Typ, ne? Komm her. Warte mal, das ist ja fies. Du greifst mich ja gar nicht an. Du bist einfach durch mich durchgelaufen. Du Penner. Aua. Das war gemein. Der cheatet voll. Weißt du was? Es reicht mir. Boah, der cheatet mit seiner Kacke, mit seinem Seil. Der hängt sich überall ran. Guckt euch das mal an. Na, der kriecht mir überall lange hinterher. Junge? Also das sind echt lange Fotoshootings, ne? I can't meet them again. Steht in mit seiner Kacke. Ja. Wir zusammentun, einige Ausbildungen machen, dann per Crowdfunding genug Geld sammeln und es dann selber mit. Nein, Rocky, ich schwöre dir. Ich schwöre dir, es wird die E3 nächstes Jahr. Oder übernächstes Jahr wird Silent Hill kommen. Der Geist hat bei seinem Verschwinden etwas zurückgelassen. Eine schmutzige Notiz wurde hier liegen gelassen. Dreckige Notiz 3. Der Gast wird nicht wieder zurück. Dieser Ort hat sich von einem Ferienziel für Touristen zu einem beliebten Ort für Selbstmörder gewandelt. Aber ich glaube, das war schon immer so. Dieser Berg und der Tod gehen Hand in Hand. Miko Modi war einst als Hain der Priesterin bekannt. Ein heiliger Ort, an dem sie die Tode der Pilger beaufsichtigten, um ihnen so ihren Übergang leichter zu gestalten.
Das gefällt mir. Ich bin neidisch. Ich wünschte mir, jemand würde auch mich verabschieden. War das der Mann, der diese Notiz verfasst hat? Vielleicht finde ich oben etwas. Durchsuche den Überwachungsraum. Are you all right? Yes, I'm fine. Hä? Mit ihr war doch gar nichts. Wo denn? Sie hat geschrien, aber da war nichts. Ich könnte aber mal so ein Kräuterschnäpschen nehmen, ne? Joa. Tat gut. Ist ein Magenbitter, der ist gut für die Verdauung. Wo bin ich denn jetzt? Nein, Tobi ist bekommen, neues Silent Hill. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr werdet es schon sehen. Ihr werdet schon sehen, dass ich recht hatte. Wo ist denn diese blöde Tür gewesen? Die muss doch da gewesen. Hella. Kann ich da eigentlich rausgucken? Wahrscheinlich war sie da und nicht drüber, ne? Okay, wir gucken mal. Falsch. Nein! Man. Okay, es reagiert. Nein! Es reagiert echt spät. Okay. Rechts. Geradeaus. Also links geradeaus. Okay, wir haben es gleich. Rechts. Links geradeaus. Ja, Tobi, bei Monkey Island kann ich dir nichts versprechen, daher bin ich nicht drin in dem Game, aber ich habe Kojima und ich habe Konami untersucht und identifiziert und dadurch bin ich zu dem Schluss gekommen, wir werden Silent Hill bekommen. Shadow King, dein Deutsch ist ja gar nicht schlecht. Du verstehst schon sehr viel. Ich habe Kojima untersucht. Du hast die Tür mit Hilfe des Schlüssels mit gelbem Anhänger geöffnet. Ich hab recht, keine Sorge. Gehängte Frau. Ganz ehrlich, die. Gehängte? Warte mal, Gehängte? Kommt es von Henker? Ich dachte, es kommt von Hängen. Gehängte Frau? E-N-K und so? Ein neues Handy bekommen. Remastered ausgestattet. 500 Euro. Aber Remastered. Also, stopp mal. Also, wir werden definitiv in den nächsten 2 Jahren kein neues bekommen. Also, das muss ja erstmal entwickelt werden. Du meinst, so Ankündigung reicht auch, ne? Weil ich bin immer noch der Meinung, also, so wie ich es mir wünschen würde und so wie ich es auch sinnvoll fände, ich glaube ein bisschen, dass es so wird, dass sie das ankündigen, aber vielleicht auch nicht ankündigen und erstmal die Remasters raushauen. Oder beziehungsweise überhaupt schaffen, dass man die Spiele spielen kann in der heutigen Zeit. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass sie aber zeitgleich schon an einem neuen arbeiten. Du hast Spiegelsteine erhalten. Was heißt, ich darf sterben? Schwarzer Stein, der ein seltsames Licht abgibt. Schützt, wenn deine LP ganz erschöpft wurden. Handschuhe anziehen. Also wenn es halt nicht, ich habe Handschuhe, die bis zur Schulter gehen. Ja, da muss er fragen. Ne? Also, wo sind wir denn so? Okay, ich weiß nicht, ob ich durch diese Tür gehen sollte. Aber wahrscheinlich ja. Ist der da drin? Hallo? Vom Abendrot betörter Mann. Nein, jetzt! Ach du!
Also das ist ja wohl die dümmste Ohr-Dingsbums, wo man hinspringt. Also ganz ehrlich. Der Henker der Frau Figun. Zu viel Henkel trocken, ja, das glaube ich auch. Ich glaube wirklich, dass es demnächst Silent Hill gibt. Ein Teil einer Notiz liegt auf dem Boden. Es steht etwas darauf geschrieben. Abschiedsbrief. Der Lockruf des Sonnenuntergangs ist unwiderstehlich. Er ruft mich zu sich ins Wasser. So soll es sein. Okay. Oh, oh mein Gott. Ich kann dich so nicht fotografieren, Junge. Mann mit Schlinge. Jetzt krieg ich, also diese Runde kriege ich aber richtig viele Punkte, oder? Ja, und dein komisches Remastered, nein, Director's Cut, bla bla, das wird auch nochmal Geld geben. Das also der. Können jetzt endlich mal Silent Hill machen. Lurker, formuliert es so nicht. Die Tür muss von der anderen Seite aus verriegelt sein. Ich kann ja auch nichts dafür. Also bei, ganz ehrlich, ich glaube mehr an Silent Hill als an Final Fantasy VII Remake inzwischen. Traurigerweise. Oh, warte mal. Da kam ich nicht rein, klar? Nur wenn nach der Ankündigung nicht innerhalb von 4 Jahren released wird, bekommst du dein Geld zurück. Also Geld zurück Garantie gibt's hier nicht. Mann, der etwas anstarrt. Ich finde die Bildbeschreibung so schön, ne? Der ganze Raum ist verkohlt. Vielleicht hat der Mann etwas zurückgelassen, das man mit bloßen Augen nicht erkennen kann. Looks like there was a fire. Ach. This must be where the innkeeper moved. Boah, bist du krass. Entschuldigung. Okay, also. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Oh Mann, oh. Warum mache ich immer 4 auf einmal? Vor allem mit dem teuren Film. Final Fantasy 9 Anime, okay. Dann ist was. Nee, du bringst dich jetzt nicht auch um. Nee, das macht ihr jetzt nicht. Nee, das macht ihr jetzt aber nicht. Rui! In der Zeit wären wir schon 3-mal hingerannt. Sind wir ganz ehrlich? Okay, jetzt darf ich gehen. Rui! Rette Rui! Ich rette dich! Is something there? Ja, Frau im Jenseits, ja, aber kann ich jetzt bitte... Das ist ja schön, dass ich Foto gemacht habe, aber kann ich jetzt Rui retten? Nein! Okay, Moment. Rui, warte mal kurz, die Steuerung. Oh! Oh, du bist böse? Ach so, das musst du mir doch sagen. Oh, warte mal kurz. Die baumelt da voll! Die baumelt da voll! Jetzt wart doch mal, jetzt bin ich so weit. Rui, du bleibst doch mal kurz da, ne? Also, du hast Zeit, ne? Ich warte jetzt einfach, bis sie angreift, ganz ehrlich. Also, Madame, also in der Wand verstecken finde ich ein bisschen lächerlich, okay? Komm mal raus jetzt.
die Seele baumeln lassen, wäre schon. Lass ich doch abhängen. Ja, aber die will mir ja wehtun. Sag mal hallo. Ursula. What were you doing? Could you remember anything? Ja, muss man seinen Assistenten retten, ne? Schlimm sowas. Ganz ehrlich. Let's go home. Marilyn Manson, der Geist. You cannot leave the mountain. Huh? You will dissolve into nothing. Dissolve and decay. There's nothing left to say. Muss ich jetzt schon wieder kämpfen? Schon wieder? Okay, komm her. Komm her. Ich bin fertig. Oh. Zu spät, sorry. Jetzt greif mich an. Los, ich bin bereit. Ding, 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 ding. Oh, die macht das nicht. Ist das jetzt ein Bossfight? Ist das ein Bossfight? Oh, warte mal, mein Film. Ich glaube, die bimmelt nicht, wenn die angreifen will, ne? Jetzt tanzt die Frau auch noch. Jetzt warte doch mal. Oh, das hat mich gezählt. Jetzt warte doch mal. Ich bin nass. Ich muss die Bubbles wegmachen. Okay, warte, warte. Viereck drücken bei dem Angriff ist nicht gut. Lass uns gehen, Guys. Ich mag die. Ich finde die lieb. Ich fand die sieht ganz nett aus. Aber sie mag mich. Irgendwie ist der Boss einfacher als die Mob, also die Trash-Mob-Dinger. Die lacht so sofort. Ja, ne? Ich glaube, die will mich. Eine Frau, die wie eine Priesterin gekleidet ist. Hat sie etwas mit der Notiz im verkohlten Raum zu tun? Eine Notiz, sie scheint ein wenig angesenkt zu sein. Das Album mit Leichenfotos wurde von einem Volkskundler zusammengestellt, der auf dem Berg lebte. Sein Name war Keiji Watadai. Ich kann kein Koreanisch, kein Japanisch, sorry. Der Brauch faszinierte ihn so sehr, dass er beschloss, auf den Hikami-Berg zu ziehen und die Verbreitung des Phänomens in Japan zu erforschen. Auch meinen Vater schien diese Fotos zu interessieren. Für merkwürdige fremde Bräuche konnte er sich schon immer begeistern. Als er den Gasthof noch selber führte, half er Watadai. Dabei Leichenfotos im Nachbarsdorf einzusammeln. New Moon ist heute, ist nicht jetzt, also diesen Monat, dieser Schreiberling-Monat, wo man 50.000 Wörter mindestens Roman innerhalb eines Monats schreiben soll. Bitte, tob dich aus. Ist ja wie bei Resident Evil 1, ja, ein bisschen. Jemand eine Facebook-Freundschaft angeboten. Würde ich ja gerne, aber Facebook hat meinen Account gesperrt. Auf dem Hikami-Berg wurde das Wasser selbst vergöttert. Watadai wollte wohl ein näheres Verständnis für diese einzigartige Sichtweise erhalten und errichtete so ein Haus inmitten des Waldes. Er wurde dabei von meinem Vater unterstützt, der einst bereits den Gasthof fertiggestellt hatte. Er hatte dabei einen alten, unbenutzten Schrein als Fundament verwendet. Ich glaube, er war davon überzeugt, dass die zusätzlichen religiösen Aspekte mehr Besucher anziehen würden. Eines Tages verschwand der Volkskundler spurlos. Ein Suchtrupp von mehreren Leuten wurde gebildet, jedoch konnte sie ihn nirgendwo aufspüren. Sogar die Straße, die zu seinem Haus geführt hatte, wurde wohl vom Wald verschlungen. Auch mein Vater suchte den Berg ab, doch konnte er lediglich das Fotoalbum finden.
Er war tropfnass, als er nach Hause kam. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sein Benehmen komisch war. Seine Augen glänzten sonderbar, fast so, als hätte ihn etwas besessen. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass auch mein Vater kurz darauf spurlos verschwand. Ich hatte die Fotos ganz vergessen, bis ich sie nach dem Erdrutsch im alten Gebäude wiederfand. Doch jetzt verstehe ich, warum mein Vater und auch Watarai uns damals verlassen haben. Diese Bilder sind wunderschön. Keiji Watarai, ein Volkskundler, der auf dem Hikami-Berg gelebt hat. Hisoka hat wahrscheinlich ein paar Bücher über ihn. Und ein chinesisches Fest, wo auch alles reduziert ist. Nano Mimo, irgend so, ja, ja. Nano Vrimo. Nano Vrimo. National, kann es sein? Novel Writing Month. Nano Vrimo. Irgendwas nah halt, also N-A und dann Novel Writing Month. Das klingt wie eine Kaffeemaschine. Ich finde, es klingt halt eher so wie Mimo, Minecraft Monday. So dieses frühere oder Monster, so diese Abkürzung von Gronkh früher. ja. Es wird Zeit zurückzugehen. Rui muss sich ausruhen. Rui muss sich ausruhen. Tut mir leid, Weltenwandler. Das Album, das der Gastwirt zurückgelassen hatte, wurde von einem Volkskundler zusammengestellt, der auf dem Hikami-Berg gelebt hatte. Während Ren und Rui den Gasthof durchsuchten und die Spur des Geistes des Inhabers aufgenommen hatten, hatte ein Geist versucht, Rui zum Selbstmord zu verleiten. Dann tauchte im strömenden Regen auch noch eine unheilbringende Priesterin auf. Ren und Rui verließen den Berg daraufhin mit mehr Fragen, als sie zu Beginn hatten. Ah, Deutsch ist echt keine schöne Sprache. Ich hab es! Es! Chat, ich bin Überflieger. Kurz vor dem männlichen Vornamen, so Rodrigo. Oh, Lurker. Oh, 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 oh. Weniger enttäuscht als er. Ja, Tobi, ich werde immer besser, ne? Dankeschön, danke. 95.932 Punkte. Ihr wisst, was das heißt. Was? Errungenschaft, Leichenfotografie. Hallo, das könnte falsch rüberkommen. Intermezzo? Schattenwahrnehmung? Yuriko Suka. Ich darf noch nicht aufhören. Warte mal, jetzt aber mal stopp. Jetzt mal, also muss ich nicht eigentlich eine Episode auf? Naja, gut. Hisoka wird immer noch vermisst. Yuri spielt die Dinge, die sie auf dem Berg erlebt hat, erneut vor ihren Augen ab. Fuyuhi nahm sich im Bann eines bösartigen Geistes das Leben. Die Leichen der Priesterin wurden im Becken der Reinheit angeschwemmt. Diese beunruhigenden Bilder lassen für Yuri keinen Zweifel zu, dass der Hikami-Berg ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Mit der Kamera Obscura, die sie auf dem Berg fand, macht sie sich auf die Suche nach einem Relikt, das sie zu Hisoka leiten könnte. Hallo Smile. Intermezzo ist das, diese Spezies. Ja, ja, genau. Intermezzo, Schattenwahrnehmung, Yuri Kusukata. Lurker? Suicide, huh? Freu dich. There was no body, right? And you said, what was it? That lots of women's bodies washed up afterwards? I think there have been reports saying something like that before. Oh, well. I'll see what I can find out tomorrow. Ja, hä? Ja, Yuri. Wir spielen Yuri, nicht Miu oder wie sie heißt. Ich weiß es nicht mehr. Hisoka hat den Tisch für mich hierher gebracht. Das hier war einmal Hisokas Schlafzimmer, doch sie hat es mir überlassen. Achso, das hatten wir doch schon. Hisokas Kamera Obscura liegt auf dem Schreibtisch. Dies ist das einzige Foto in der Kamera Obscura, auf dem etwas zu erkennen ist. Eine dunkle Silhouette, die auf dem Wasser zu stehen scheint. Die anderen Fotos sind unbrauchbar. Sie sind alle schwarz, als ob sie starkem Licht ausgesetzt wurden.
Das hilft mir nicht weiter. Vielleicht gibt es mehr Hinweise in Hisokas Zimmer. Schon wieder muss ich in ihr Zimmer und es durchsuchen. Waifus? Was? Also bei Englisch quatschen nachts um eins, warum nicht? Ja, klar. Ich will mein Koreanisch verbessern. Aber es ist schwer. Die meisten koreanischen Streams, die halt so ein bisschen Englisch angehaucht sind, dass man halt so ein bisschen wenigstens, also verstehen kann, also wenn man, also so, wo man selbst auch ein bisschen Englisch schreiben kann, weil koreanisch schreiben ist schwieriger als verstehen, finde ich. Die spielen irgendwie so, naja. Fleischwolf, bist du das Wahnsinns? Also, so, 10 Subs, so Bump. Hallöchen. Oh, Fleischwolf. Okay, das ist die, also das ist die, ich sag mal, die Hallo, bin da. Begrüßung, die ich dir gesehen habe. Danke, Fleischwolf, für 10 Subgifts. Vielen Dank. Dankeschön. Danke für Subgift an Adoba Flash Player, an Holy Schnitt, an Anthropien, an Lord Binder, an Lena Tilly, an Weiner Griefer, an Lisat, an El Shabi, an der Vibe und der J-Punkt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Fleischwolf. Und hallo, Fleischwolf. Vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Klar, Next Round, was ist mit euch? Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Fleischwolf. Ich hoffe, du hattest einen schönen Abend. Lieber englische Fans, hab's mangels. Keine Lust, koreanische Mangas zu lernen. Ja, koreanische Drama ist bei mir auch hier. Also, ich liebe koreanisch. Koreanisch ist so eine schöne Sprache. Und so einfach, verhältnismäßig. Weil die Schriftzeichen ja auch keine Worte darstellen, sondern wie Buchstaben. Danke, Tobi, fürs Subgift an Junko. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Lurker, für die 100 Bits. Und dankeschön, Dominik, für die 100 Bits. Aber findet ihr nicht, ihr drei, dass ihr diese, also diesen Tag, okay, ist ein neuer Tag, aber ihr wisst schon, diesen Stream schon genug übertrieben habt? Oh, es tut mir leid, Rocky. Es ist immer noch die gleiche Episode. Wir sind noch nicht beim vierten Tropfen. Es ist das Internet, so keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich kann nichts dafür. Nope. Okay, gut, Lurker, danke. Dankeschön. Vielen Dank für nochmal 100 Bits. Dankeschön. Die Überraschung. Ja, Fleischwolf, das trifft ganz gut so. Tada! Danke, Fleischwolf. Danke, Tobi. Danke, Lurker. Und danke, Dominik. Vielen Dank euch. Ist noch jemand im Chat, der nichts hat? Oh, ja. Ja. Hanghase. Danke, Lurker, fürs Subgift an Hanghase. Das hat ja jetzt ganz gut gepasst zu den hängenden Figuren, nicht wahr? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Next Round, Lunali, ein Hype. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallo, Sagira. Hallihallo. Ihr übertreibt immer so. Was ist denn mit euch? Pika. Ja? Sailor Moon Fans sind noch ein Pokémon. Ja. Ja. Definitiv. Streamlabs hat noch keinen Sub. Streamlabs interessiert nicht. Achso, das war die Hintertür. Sorry. Ich mach mal weiter, ne? Nebenbei, wir gucken ja eh nur das Haus an. Liege ich gerade? Nö. Danke euch. Ey, Übertreiber, Lies. Warte, das war das Gäste-irgendwas-Zimmer, ne? Ne, da will ich nicht rein. Ein Tablet hat sich ausgeschaltet, weil da... Oh. Beim Bräter suchen. Oh nein! We got you. Das war nicht das Zimmer, aber ich glaube, von hier aus kam ich in das Zimmer, richtig? Indem ich hier hochging. Gesagt, übertreibt. Also, ja. Chat, ihr seid Übertreiber. In einer Pokémon-Fanfiction? Du bist also wirklich so ein Schreiberling. Oh Gott, das Willen! Oh! Mädchen mit Schuluniform, ja, sehe ich selber.
Was war das? Ja, das frage ich mich auch. Dann hoffe ich, dass du ganz viel Inspiration und Kreativität hast, Newman. Zwei Röhrenfernseher in einem Zimmer. Ist das etwa in diesem Zimmer? Nennen sie gar nicht mehr. Und über was schreibst du so? Außer Pokémon wie jetzt? Offensichtlich, wie du gesagt hast. Was? Aufheben. Eine alte Akte auf Gepäckstücken. Akari Narumi. Es scheint sich hierbei um einen Bericht über einen Fall zu handeln, in dem Schatten wahrgenommen wurden. Da der größte Teil entfernt wurde, ist der Rest nur schwer zu entziffern. Oh, danke, Lurker, fürs Abgift an Newman. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Lurker. Vielen lieben Dank. Aber jetzt hört auf. Hört auf. Stufe 3 Hype Train reicht auch. Wir brauchen eh noch alle Emotes, nicht wahr? Danke euch. Aber ihr habt heute wirklich genug übertrieben. Also, ernsthaft jetzt. Sailor Moon und selbst ausgedachte Geschichten. Ist mein... Wenn du irgendwann mal dann doch mehr draus machen möchtest, weil Fanfiction sind ja meistens nicht wirklich geldgebend, nicht wahr? Vielleicht wirst du die nächste... Keine Ahnung, ich will nicht J.K. Rowling sagen, weil die so umstritten ist, aber du weißt schon mal. Stephenie Meyer, die war's. Stephenie Meyer, die von Twilight. Bist du wieder was im Film? Oh, Weltenwunder. Ich drück die Daumen, dass du deine Inspiration wiederfindest. Und deine Emotionen wiederfindest. Fleischwolf, jetzt übertreib doch nicht so. Danke für 1000 Bits, Fleischwolf. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Aua. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Fleischwolf, vielen Dank. Danke. Oh, Lurker, danke schön für die netten Worte. Das lese ich gerade an. Danke mit der Typ stehen. Dankeschön, Fleischwolf. Vielen, vielen Dank. 17 Jahre inzwischen. Weltenwandler, und was hältst du davon, dass du das einfach mal vielleicht nicht, also diesen Monat jetzt nicht nur einen Roman schreiben, sondern dich einfach mal zwingst, irgendwas fertig zu schreiben? Vielleicht brauchst du einfach nur dieses mal wieder anfangen. Monate in Blockaden. Ja, verstehe ich. Ich bin ja nicht so der Schreiberling, ich bin ja Zeichnerling. Deswegen, ich kenne mich nicht so gut aus, wie Schreiben funktioniert. Ich bin da nicht so drin, ich verstehe das nicht ganz. Also, habe ich zu wenig Übung, als dass ich irgendwie weiß. Ich hatte nur mal eine 1- in Fantasie-Aufsatz schreiben. In der 6. Klasse. War krass. Schränke aufbauen, die seit 5 Monaten in den Paketen sind. Weltenwandler, aber das machst du doch sowieso nicht. Das hast du jetzt die 5 Monate nicht gemacht. Da kannst du doch auch was anderes machen. Ich kenne Prokrastination und dieses... Ja, aber also eigentlich müsste ich erst noch das machen. Ja, aber das machst du doch eh nicht. Dann kannst du doch... Also, weißt du... mal wieder eine Bibliothek schreiben. Finde ich gut. Danke nochmal, Fleischwolf. Aber nein, Weltenwandler, mach einfach. Einfach machen. War nur nicht die Aufgabe damals. Oh, das tut mir leid, Mischmasch. Bei uns schon. Mit Buchstaben. Okay, danke. Okay, machen wir weiter. Es scheint sich hierbei um einen Bericht über einen Fall zu handeln, in dem Schatten wahrgenommen wurden. Da der größte Teil entfernt wurde, ist der Rest nur schwer zu entziffern. Subjekt Akari Narumi. Kunde Kyoko Narumi. Relikt persönliches Foto. Details. Resultat Subjekt verstorben. Nichts, was ich dagegen tun konnte. Das Mädchen in einer Schuluniform. Das Foto wurde bereits so oft zerknittert, dass man das Gesicht darauf nicht mehr erkennen kann. Von den Karte zu sein, ist leider nicht fertig. Oh, das tut mir leid. Aber hey, immerhin. Okay, das war jetzt einfach random, die Frau. Also das Mädchen in der Schuluniform. Das war jetzt einfach nur so. Eine kleine eingetopfte Herzblattlilie steht auf einer niedrigen Kommode. Das ist das Zimmer. Genau diese Doppelschiebetüren. Warte. Du bist Superman. Foto! Schnell! Hisoka Kurosawa verlässt sein Zimmer. Sein Zimmer? Das ist eine Sie!
Oh, Lord Binder, danke schön. Danke fürs Subgift zurück an Fleischwolf. Vielen Dank dafür, dass du dich dafür revanchiert hast. Vielen Dank fürs Subgift, Lord Binder. Danke. Dankeschön. Ist ja nichts. Kontakt seit Jahren und raus gehe ich auch seit. Wie wär's, wenn du darüber schreibst, Weltmandler? Ist doch auch. Also, darüber kann man auch schreiben. Bin ich auch nicht gut, bin nicht kreativ genug. Nur ehrlich. Ja, ich würde gern, aber ich habe das Gefühl, ich bin so ein Mensch, der dann einfach, keine Ahnung, das ganze Zimmer tapeziert mit irgendwelchen Ideen und irgendwelchen Beziehungsverläufen und irgendwelchen Charakterhintergründen und einfach nie anfangen würde zu schreiben. Um was geht's in dem Spiel? Wir sind... Wie nennt man uns denn? Wir sind sowas ein bisschen wie Ghostbusters, aber nicht so, dass wir sie vernichten wollen, sondern wir sind auf der Spur von einem Berg, wo sich Leute umgebracht haben. Und müssen rausfinden, was genau es mit dem Berg auf sich hat. Und wir machen Fotos von Geistern, damit die uns nicht angreifen. Ich bin echt gut im Erklären, oder? Ich bin die Ball wirklich halt vorher schon drin. Dass ich auch immer geschrieben habe. Ich finde es cool, wenn Leute schreiben können. Nein, 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 Weltmann, das meine ich nicht. Aber so um Gefühle, über Gefühle schreiben. Wir sind die Phasmophobia, Leute, die nach Phasmophobia kommen. So ein bisschen, ja. Gesellschaftsleben. Oh, ich finde es so schwierig momentan, ne? So normales Leben ist schwierig. Hisoka. Hier hat sie immer gern gesessen, um sich zu entspannen. Der japanische Stil des Zimmers hat ihr dabei geholfen, Stress abzubauen. Was sagt es eigentlich über mich aus, dass ich statt gesessen erstmal gegessen gelesen habe? Hä, wer hat hier geklopft? Ich hab's gehört. Immer. Die Schublade ist verschlossen. Die Kamera Obscura registriert etwas. Ah, da. Gut. Oh. Und zurück, Marsch. Auf dem Foto ist etwas zu erkennen. Das ist die Abstellkammer im Erdgeschoss. Ich brauche halt keinen Beihut. Ja, weil ich danach eigentlich noch sowas essen wollte. Aber ich dachte halt nicht, dass der Stream so lang geht. Also ich dachte nicht, dass das, also die Episode so lang geht, weil eigentlich dachte ich, die Episode ist also eine Stunde. Ich habe halt damit gerechnet, dass wir 4 Stunden 15 oder so, weißt du, das so. Und mein Lieblingsessen auf den Döner-Teller Pommes. Also, ne. Essensbestellungsliste zu schreiben, ist auch schön. Das ist interessant. Es ist auch ein super interessantes Spiel. Und es ist auch echt gut gemacht. Aber es ist halt nicht so... Oh, das war die falsche Tür. Es ist nicht so Hau drauf Horror. Es ist eher ein bisschen ruhiger. Hier kann es sein. Ja. Sehr schön. Okay. Es müsste eigentlich relativ gut passen, oder? Nicht? Ach so, ich muss gar kein Foto machen. Entschuldigung, ich kann es einfach aufheben. Da liegt etwas unter dem Bett. Es ist ein kleiner Schlüssel. Vielleicht öffnet er die Schublade von Hisokas Schreibtisch. Was hast du noch mal, Junge? Sorry. Staubige alte Unterlagen waren auch darunter. Miku Hinasaki. Es scheint sich um eine Anfrage für das Wahrnehmen von Schatten zu handeln. Fall abgeschlossen ist in großen roten Buchstaben darauf zu erkennen. Subjekt Miku Hinasaki, Kunde Sachiyama, Freundin, Relikt, persönliches Foto. Details, sie verschwand während der Suche nach ihrem vermissten Bruder, aber wurde kurz darauf wiedergefunden. Sie hat ein Kind, der Vater ist unbekannt. 3 Jahre später ist sie wieder verschwunden. Anmerkung, Fotografin, Kunde ist der Vormund ihrer Tochter. Resultat, Suche abgebrochen. Es wurde mehrmals versucht, Schatten wahrzunehmen, doch waren die Spuren zu schwach. Ich vermute, das Subjekt ist noch am Leben, jedoch wird ein stärkeres Relikt benötigt. Es kann durchaus sein, dass das Subjekt nicht gefunden werden will. Ach, das ist die Miku, das ist unser Charakter.
Das ist doch unsere Miku, oder? Ein herzlicher, aber einsamer Gesichtsausdruck. Sie sieht aus, als würde sie sich jeden Moment in Luft auflösen. Dann muss man kein Foto machen, sondern was aufheben. Oh Gott. Ja, Rocky. Eklige Art von Horror. Ich mag Horror auch sehr gern. Oh Gott, Tsumugi Katashina. Subjekt Tsumugi Katashina. Kunde Familienarzt. Relikt persönliches Foto. Details instabile Familie. Gibt sich selbst die Schuld am Streit mit Halbschwester. Scheint sich selbst Verletzungen zugefügt zu haben. Anmerkung, die strikte Familie kann der Auslöser dafür sein. Der Arzt sollte sich dem annehmen, nachdem das Objekt gefunden wurde. Resultat, Suche abgebrochen. Die Familie hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Die Angelegenheit wurde an die Polizei übergeben. Übergehen. Also, die Übersetzung ist nicht ganz so hundertprozentig. Man hat mir ans Herz gelegt, die Ermittlungen einzustellen. Die ist aber hübsch. Ihr Gesicht strahlt einen Hauch von Traurigkeit aus. Sie wird noch immer vermisst, jedoch hat ihre Familie die Suche nach ihr aufgegeben. Die ist echt hübsch. Diese Charaktere sind generell so hübsch, auch das Outfit-Design, ne? Yuriko Sukata. Fall abgeschlossen. Subjekt Yuriko Sukata. Bin ich das nicht? Kunde. Relikt persönliches Foto. Details. Emotional instabil, nachdem sie Familie in einem Unfall verloren hat. Geht seit einigen Tagen nicht mehr zur Schule. Laut Nachbarn hat sie das Haus wie immer verlassen. Anmerkung. Behauptete, Dinge zu sehen, die für andere Leute unsichtbar sind. Scheint sich nun erholt zu haben. Resultat in meiner Obhut. Ha! Ha, das bin ich! Beobachtung notwendig. Hier ist sie sicher, jedoch sollte ihr aufmerksam zugehört werden. Ich werde eine Zeit lang auf sie aufpassen. Das bin ich! Ein Foto einer Abschlussklasse. Was für ein intensiver Gesichtsausdruck. Ein Foto einer Abschlussklasse. Was? Eine Mücke? Ich habe auch momentan Fliegen in meinem Rollokasten gehabt. Also jetzt nicht mehr, aber da haben Fliegen Babys gekriegt. Und das innerhalb der letzten Woche. Da, wo es schon gefroren hat. Fliegen! Ob ich mich seither wohl sehr verändert habe? Mir fällt es noch immer nicht leicht, in den Spiegel zu schauen. Was haben wir eben? Und sowas. Nicht wie in echt. Gleich große Gesichtshälfte. Ja, das ist so schlimm, ne? Es wird immer so getan, als ob Gesichter komplett symmetrisch wären. Sind sie aber überhaupt nicht. Was machst du in deinem Rollokasten? Nee, ich habe das Rollo runtergezogen und dann habe ich mehrere Fliegen gesehen. Irgendwie so 20 Stück oder so. Und dadurch wusste ich das. Babyfliegen. Naja, die waren nicht mehr ganz Baby. Die waren halt schon so... Also sie waren so... Die Hälfte? Oh. Die Musik ist aber böse, wenn ich das mache. Ich bin wieder auf der falschen Seite. Obstfliegen. Nee, normale Fliegen. Normale. Also wirklich Hausfliegen. Nicht Schmeißfliegen, nicht die grünen, sondern diese ganz normalen Fliegen. Letzte warme Tage war mit 16 Grad. Ja. Die Insekten haben es noch nicht so ganz gepeilt, dass sie nicht mehr da sein sollten. Du hast den kleinen Schlüssel benutzt, um die Schublade zu öffnen. Eine Akte befand sich in der Schreibtischschublade. Sie beinhaltet Fotos und einige Seiten Papier. Haruka Momose. Hehe, Mimöschen. Subjekt Haruka Momose. Kunde F. Himino. Freundin. Relikt persönliches Foto. Details. Kunde und Subjekt waren Stammgäste des Cafés. Ein Gruppenselbstmord wurde zur Zeit des Verschwindens gemeldet. Zusammenhänge sind nicht bekannt. Anmerkung. Ein ruhiges, sanftmütiges Mädchen richtet sich gerne nach anderen Leuten. Haruka Momose. Verglichen mit dem Foto, auf dem sie mit Fuyuhi zu erkennen ist, ist ihr Gesichtsausdruck hier eher trüb. Trüb? Guck doch ganz normal. Miyu Hinasaki, noch eine Person, die auf dem Berg verschwunden ist. Subjekt Miyu Hinasaki, Kunde S. Iyama, Pflegemutter. Die hatten wir schon mal gerade, ne? Relikt persönliches Foto. Details machte sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter, die seit der Kindheit des Subjekts vermisst wird. Erwähnte den Hikami-Berg, ihrem Agenten zufolge. Anmerkung, soll übersinnliche Kräfte besitzen. Kunde ist sehr besorgt. Ich bin so schlecht mit Namen, ne? Ich kann mir Namen einfach nicht merken, egal welche Sprache. Oma, Motten, Röcke beschicken. Auch nicht anders. Echt? Ich hatte sowas noch nie. Ich sag doch, wir haben eine Miu. Ein Foto einer schlanken und eleganten jungen Frau. Das ist also Miu Hinasaki. Die waren bisher alle schlank und elegant. Aufnahme des Kundentelefonats. Eine Kassette aus einem Anrufbeantworter. Auf dem Etikett zu erkennen sind ein Datum und der Name eines Kunden. Eine Akte einer vermissten Person namens Kazuya Sakaki. Hisoka hat den Namen schon mal erwähnt. Subjekt Kazuya Sakaki, Kunde Renhoyo.
Relikt, persönliches Foto. Das heißt, verschwindet gerne für ein paar Tage von der Bildfläche. Meldet sich nicht mehr. Seitdem er losgegangen ist, um Leichenfotos für Rennen zu sammeln. Mögliche Kontaktaufnahme abwarten. Anmerkung. Hinterlässt einen schlechten Eindruck. Rennen sehr unähnlich. Kazuya Sakaki, ein Freund von Ren, jedoch habe ich ihn persönlich nie getroffen. Ein Tagebuch lag hinten in der Schublade. Es handelt sich hierbei um Notizen über Kunden. Ich habe mich mit einer potenziellen Kundin getroffen. Es ist nicht bekannt, ob das Objekt tot oder lebendig ist. Sie sagt, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo verlaufen hat. Vielleicht wartet sie auf Hilfe. Sie will ihr Haus nicht verlassen, da das Objekt von alleine zurückkommen könnte. Ich bin aus dem Konzept gekommen und habe etwas Unangebrachtes gesagt. Ich fragte sie, was sie tun würde, wenn wir ihre Freundin finden. Sie lachte und meinte, es gibt einiges, das ich ihr sagen will, wenn sie zurückkommt. Ihr Lächeln wirkte gezwungen. Die ganze Situation schien an ihr zu nagen. Ich sollte mich wirklich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich lasse Judy nicht gern allein, aber dieser Fall hat Vorrang. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss gehen. Es liegt an der Übersetzung. Es liegt definitiv an der Übersetzung. In dieser Akte wurden Fälle vermisster Personen festgehalten, die Hisoka angenommen hat. Haruka Momose, das ist das Mädchen, nach dem Fuyuhi gesucht hat. Vielleicht kann ich sie finden, wenn ich dieses Foto als Relikt benutze. Begib dich zu Mikami. Hä, ich dachte, wir müssen... Nee, man... Nee. Also, nee. Ich wollte doch nur eine Episode spielen. Boah, ich hasse Namen, wirklich. Namen merken ist so eine Sache. Ich verstehe nicht, wie Menschen das können. Ist doch auch nur ein Intermezzo. Ja, ich dachte, es ist so ein kurzes Zwischending. Ich dachte, das bedeutet Intermezzo. Ich will doch nur spielen. Oh. Ich tu doch nichts. Aha. Wie komme ich jetzt eigentlich raus? Wie komme ich zum Hikami-Berg? Einfach durch die Vordertür? Einfach durch die Ladentür? Ich musste noch nie selbst irgendwo hingehen in diesem Spiel. Hisoka Kurosawa geht hinaus. Hisoka, diesmal werde ich dich retten. Mithilfe der Kamera Obscura fand Judy einige Akten mit Fällen vermisster Personen, die mit dem Hikami-Berg in Zusammenhang stehen. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie sich, auf den Hikami-Berg zurückzukehren und Hisoka zu finden. Rocky, du kannst ins Bett gehen! Wir sind fertig! Ach. Gucken wir uns die Kleidung an. Wieso Fragezeichen? Wie stelle ich die Frage? Schalte ich die Frage? Stelle ich die Frage? Bräutigam-Outfit. Okay, zeig mal. Also, okay. Ups. Ich lass das. Ich finde das so lächerlich. Ich lass das. Das ist halt hübsch, ne? Das ist auch so hübsch. Das ist auch so hübsch. Und das ist auch hübscher als das andere. Nur die Schuhe verstehe ich bis heute nicht. Aber warum hat Miu so hässliche Klamotten nur? Es ist schon hübsch und so, aber ich finde, das sieht auch ein bisschen komisch aus. Also so ein bisschen lächerlich. Da können wir auch gleich den Badeanzug nehmen. Braun-Weiß ist nicht ganz so hübsch, weil die... Meinst du das? Aber, also das ist ja keine Jacke. Oder... Jacke? Die hatte Motten im Schrank. Das trägt man so... Knapp 4 Stunden ist ein anderes. Doch, Rocky, geh schlafen, Rocky. Aber das erste, das ist ja keine Jacke, das ist ja so ein Tuch. Es muss so abstehen, weißt du? Danke, Shadow, das freut mich. Aber ich glaube, wir lassen das. Ich finde das hübsch. Aber ich kann nichts mehr. Doch, das kann ich freischalten. Aber Regen, ich sehe keinen.
Wow, okay. Krass. Ohne das wäre echt traurig. Ich finde die Blumen so lächerlich. Aber hey, tun wir sie rein. Ja, richtig. Was Fleischwolf sagt, Rocky. Ab ins Bett jetzt. Möchtest du die aktuelle Änderung an der Kleidung bestätigen? Ja. Ich wüsste gern, wie ich Kleidung freischalte. Ich habe so viele Punkte bekommen, ja? Ich weiß, wo steht hier die Punktzahl, die ich habe? Gesamtpunktzahl ist ja nicht meine, die ich habe, oder? Das ist ja die, die ich generell bekommen habe.